was die Liebesflamme Mariens, was die Flammen aus dem Feuerherd der Liebe des Herzens Jesu und was die Flammen der Liebe des Feuers des Heiligen Geistes, sehr schön hier Tabernakel, über dem Tabernakel, über der Krone dargestellt, des Heiligen Geistes bedeuten für die ganze Menschheit, das wollen wir heute uns vor Augen halten. Zunächst das Ausströmen der Gnade, die sich verströmende Gnade. Zu Beginn unseres Heiles war es Maria, die uns das Geschenk des Heiligen Geistes, Jesus Christus, den Sohn Gottes, gebracht hat. Sie hat uns den göttlichen Sohn geboren und damit geschenkt. Und jetzt am Ende der Zeiten, jetzt am Ende der Welt, ist es ebenfalls Maria, durch die er zu uns kommt. Der Weg, den Gott wählt, ist der Weg über Maria. Und wir stehen nicht über Gott und wir können nicht urteilen, warum Gott diesen Weg wählt. Er wird es wissen. Der heilige Bernhard hat schon gesagt, dass Gott diesen Weg in unsere Herzen, in unsere Welt, in unsere Seelen über Maria gegangen ist. Sie ist die wunderbare Gnadenwasserleitung, Aquädukt, Gnadenwasserleitung, die die Wasser der Gnaden weiterleitet bis in unsere Herzen. Und wenn nun Gott über Maria zu uns gekommen ist, dann sollen auch wir dann über Maria zu ihm gehen. Das ist die Logik des heiligen Bernhard von Clairvaux. Und wenn er zu Beginn unseres Heiles durch Maria zu uns gekommen ist, wird er auch am Ende der Zeiten ebenfalls durch Maria zu uns kommen. Jetzt, am Ende der Zeiten, ist es ebenfalls Maria, durch die er zu uns kommt. Damals kam er im menschlichen Fleische. Und jetzt auf geheimnisvolle Weise gnadenhaft. Das Wie weiß Gott allein. Maria hat ja auch gefragt den Erzengel Gabriel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und er hat ihr gezeigt, dass es nicht über den heiligen Josef, also über einen Mann geht, sondern dass der Heilige Geist alles in ihr vollbringen wird. Das Wie weiß Gott. Schon einmal hat die junge Christenheit das Ausströmen seiner Gnade erfahren dürfen, den sich verströmenden Gott. Und zwar am Pfingsttag, am ersten Pfingsttag. Pfingsten heißt der 50. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. Am 50. Tag geschah das Ausströmen der Gnade des Heiligen Geistes. Also die junge Christenheit, die junge Kirche, die Kirche des Ursprungs, die Kirche der apostolischen Zeit, wir sagen auch die Urkirche, hat das Ausströmen der Gnade Gottes erfahren. Der Heilige Geist kam in der Anwesenheit Mariens auf die Apostel herab. Es wird ihnen aufgefallen sein, dass unter dem Kreuz Maria an der Seite des Johannes steht und am Pfingstfest ist Maria an der Seite des Petrus.
auf den Jesus seine Kirche gebaut hat. Immer ist Maria unterstützend, helfend, begleitend, auch sühnend an der Seite des Johannes und dann des Petrus. Papst Pius XII., wir kommen immer auf ihn zu sprechen, betonte ausdrücklich, dass die Apostel und die ersten Christen das Geschenk des Heiligen Geistes auf die Fürbitte Mariens erhalten haben. Diese Fürsprache Mariens ist so entscheidend. Deswegen beginnt die Legion Mariens immer das Treffen, das wöchentliche Treffen des Präsidiums mit der Anrufung des Heiligen Geistes. Und deswegen ist auch das Legionsversprechen an den Heiligen Geist gerichtet. Auf die Fürsprache Mariens kommt der Heilige Geist. 1943 in seiner Enzyklika Mystici Corporis hat das Pius XII. Niedergeschrieben. So wurden sie in ihrem Glauben an Jesus Christus und in ihrer Liebe zu ihm gestärkt. Maria, du bist mit dem Heiligen Geist zutiefst vertraut. Du glaubst und du liebst wie niemand anderer. Schenke mir deinen Glauben, schenke mir deine Liebe. Lass mich glauben wie du, lass mich lieben wie du. Ich komme wieder zurück auf Bischof Rudolf Graber von Regensburg, der gesagt hat, heutzutage wird über die Notwendigkeit eines neuen Pfingsten gesprochen. Ein neues Pfingsten braucht unser Land, sagt die Loreto-Bewegung. Ein neues Herabkommen des Heiligen Geistes. Ein neues Pfingsten braucht unsere Kirche. Und nach Bischof Graber finden tiefblickende Menschen nur diesen Ausweg aus der Verworrenheit. Das heißt, in eine verworrene Kirche muss der Ordnende, der alles in Frieden und Lieben ordnende Heilige Geist hineingerufen werden. So wie es im ersten Hochgebet im Kanon Romanus heißt, ordne unsere Tage in deinem Frieden. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Ach, wie sehr wird die Gnadenhilfe unserer heiligsten Jungfrau Maria benötigt. Möge sie unsere Herzen mit der Flamme ihres mütterlichen Herzens zur wahren Gottes- und Nächstenliebe entzünden, damit das Antlitz der Erde sich erneuere. Das kommt in den Eröffnungsgebeten zum Ausdruck, die wir soeben gesprochen haben. Aus dem unbefleckten Herzen Mariens kommen jetzt diese Flammen der Liebe des Heiligen Geistes. Ein gewaltiger Gnadenstrom überflutet die Menschheit. Und wir dürfen das für unsere Zeit erhoffen und erbitten. Die Mutter Gottes hat schon, wie ich gesagt habe, gestern zur Frau Elisabeth Kindelmann, geborene Santo, die 85 am 11. April in der Nähe von Budapest in Erd beerdigt wurde, gesagt, dass in unserer Zeit aus ihrem unbefleckten Herzen ein Liebesstrom auf die Kirche kommen wird, dass die Menschheit überflutet wird. Und die ganze Kirchengeschichte hat so etwas noch nie erlebt, wurde ihr gesagt. Maria will also die Flamme der Liebe ihres unbefleckten Herzens ausgießen.
und zwar nach Maßgabe unserer Beteiligung. Aber wir müssen darum bitten. Zweiter Punkt, die Verblendung Satans. Satan will mit allen Mitteln diesen Gnadenstrom verhindern. Das merken Sie, in unserer Zeit wird vieles verhindert, behindert, abgeblockt, blockiert, sagen wir. Darum setzt Maria die Axt an die Wurzeln, um den Satan zu besiegen und uns aus seiner Tyrannei zu befreien. Zur Teilnahme an diesem geistigen, gegenwärtigen Kampf sind wir alle aufgerufen. Und deswegen heißt es Legion Mariens. Jesus hat selbst gesagt, mein Vater könnte eine Legion von Engeln senden und die würden mir helfen. Und diese Legion von Engeln, die gibt es auch auf Erden, Legion von Betern und geistigen Kämpfern, Kampfgemeinschaft. Wir nehmen teil an diesem gegenwärtigen geistigen Kampf zwischen Maria und dem Satan. Und wir sind dazu aufgerufen. Maria zeigt uns die Waffen des Geistes, das Kreuz und den Rosenkranz, den wir jetzt immer Tag für Tag hier auch gebetet haben. Nicht nur den gewöhnlichen Rosenkranz, auch den Barmherzigkeitsrosenkranz. Wir müssen diese Waffen benutzen. Dazu kommt noch eine weitere Munition, wie es der heilige Maximilian Kolbe nennt, das ist die wunderbare Medaille. Also wenn ich jetzt sozusagen die Waffen hier Ihnen aufzeige, dann verstehen Sie, worum es geht. Kreuz, Rosenkranz und die wunderbaren Medaillen. Am besten haben Sie immer die Taschen damit gefüllt. Heute in der Früh haben hier auf der Straße oder an der Straße burgenländische, eifrige, fleißige Arbeiter geschuftet und Kinetten ausgegraben. Sie kennen den Ausdruck Kinetten, ne? Ausgegraben. Und ich habe dem einen Vorarbeiter eine wunderbare Medaille geschenkt. Der war so begeistert, dass er gesagt hat, für meine Kollegen auch. Und der hat dann weiter ausgeteilt. Das ist das Entscheidende. Für jeden, der auch hier auf Erden lebt, Gnadenmittel weitergeben im Kampf. Und schon hat er, wie ich dann zur Messe hinübergegangen bin nach dem Frühstück oder zum Beichthören, hat er schon gesagt, heute haben wir wunderbar arbeiten können, es geht alles gut. Nicht? Sie haben Probleme gehabt, nicht? Sehen Sie? Also es ist nicht nur ein geistiger Kampf, auch ein materieller Kampf, nicht? Der Arbeitskampf, Bewältigung der täglichen Arbeit. Wir sind also zur Teilnahme an diesem gegenwärtigen geistigen Kampf alle aufgerufen. Und Legionäre Mariens haben diese Berufung. Und sie dürfen dann, wenn sie eine Medaille austeilen, den Satan blenden, weil dann ein Strahl aus dem unbefleckten Herzen Mariens den Satan blendet. Sie haben ja beide Herzen auf der Medaille drauf, nicht? Und da kommt dann ein Strahl, geistiger Strahl, aus dem unbefleckten Herzen Mariens und blendet den Satan. Maria zeigt uns also diese Waffen des Geistes, die wir gegen den Satan richten sollen. Als Schutz und Schild. Maria Schutz, ja? Als Schutz und Schild schenkt sie uns ihre Liebesflamme. Es ist nicht Aggression, Wut, Zorn, Hass, sondern es ist die Liebesflamme. Merken Sie den Unterschied?
mit der größeren Liebe. Und Maria hat diese große Liebe, diese Flamme des Heiligen Geistes. Mit dieser größeren Liebesflamme besiegen wir das Böse. Nicht mit Wut, Aggression, Zorn. Es ist erschütternd, wie schnell Menschen gleich über andere schlecht reden. Gleich wird einer ausgerichtet. Egal, was er tut, was er macht, sofort wird es beredet, sofort wird es weitergegeben, weitergetratscht und gemeldet und dann angeklagt. Das ist nicht die Methode der Legion Mariens. Die Legion Mariens arbeitet mit der immer größeren Liebe. Als Schutz und Schild schenkt uns Maria ihre Liebesflamme. Die Liebesflamme ihres unbefleckten Herzens. Am Ende dieses geistigen Kampfes wird Satan völlig besiegt oder wie es heißt, total besiegt, denn das Licht ihrer Liebesflamme verblendet ihn. Sie wissen es, alle Finsternis kann durch großes, starkes Licht beendet werden. Wenn das Licht erstrahlt, ist die Finsternis besiegt. Und so ist es auch hier, wenn das Licht der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens den Satan blendet, dann ist es mit der Finsternis des Bösen zu Ende. Alle Mächte und Gewalten des Bösen sind besiegt. Das bedeutet, dass seine Fähigkeit, die Menschen anzufechten, anzugreifen, zu attackieren, lahmgelegt sein will. Ich sage das bewusst, weil es auch in unserem Exerzitienkurs viele gibt, die täglich, stündlich vom Satan attackiert werden. Es ist heute gar nicht so einfach, ruhig christlich zu leben. Auch aus den eigenen Reihen von den sogenannten frommen Seelen kommen ganz gewaltige Attacken, Anzeigen, Getuschel, Gerede, Geschwätz, Sticheleien, Eifersüchteleien. Und da wird getatscht und da wird dann weitergegeben und da wird angezeigt und da wird gemeldet. Das sind diese Attacken, diese Angriffe. Und genau diese Fähigkeit, die der Satan besitzt, alles durcheinander zu bringen, alles zu spalten, diese Fähigkeit wird ihm genommen. Er kann dann die Menschen nicht mehr anfechten und lahmlegen. Am Ende dieses geistigen Kampfes wird Satan total besiegt, denn das Licht ihrer Liebesflamme verblendet ihn. Das bedeutet, dass seine Fähigkeit, die Menschen anzufechten, wie lahmgelegt sein wird. Das Organ, mit dem er Licht und Dunkel wahrnehmen kann, die Augen des Geistes, für ihn unbrauchbar geworden sind. Es ist natürlich so, dass der böse Feind einer der höchsten Engel war und daher vieles erkennen und wahrnehmen kann, was wir nicht können. Dass er intelligenter und aufnahmebereiter ist als wir. Aber wenn er geblendet wird, dann kann es nicht mehr tun. Deswegen heißt es, Johannes 1,5, lesen Sie nach, das ist die biblische Begründung. Das Licht leuchtet in die Finsternis, aber die Finsternis nahm es nicht auf. Johannes 1,5. Auf diese Weise wird Satan aus unseren Reihen verbannt. Und dann der Beginn eines neuen Zeitalters. Schon Don Gobbi, der Gründer der marianischen Priesterbewegung,
Stefano Gobbi, ich habe ihn sehr gut gekannt und wir haben viel miteinander gesprochen. Ich habe teilweise auch bei Priestertreffen in Wien seine Vorträge übersetzen dürfen aus dem Italienischen. Schon Don Stefano Gobbi hat gesagt, die Mutter Gottes hat ihm ein neues Zeitalter angekündigt. Und den Beginn eines neuen Zeitalters wird uns die Verblendung Satans bringen. Seit Fatima wissen wir schon, dass der Sieg Mariens über Satan durch ihre Liebesflamme herbeigeführt wird. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das muss schon zu einem welterschütternden Ereignis werden. Welterschütternd, dass die ganze Welt aufhorchen lässt, dass zugleich dem Aufbruch eines neuen Zeitalters gleichkommen wird. Mein Mitbruder Frater Leo, er wird demnächst seine ewige Profess ablegen und dann auch zum Diakon geweiht werden. Frater Leo, der kommt aus Spanien. Und der hat mich immer wieder in den Jahren seines Studiums auf Garabandal und Conchita hingewiesen. Auch sie spricht von einem neuen Zeitalter und von dem Tag, an dem alle Menschen durch ein übernatürliches Licht ihren eigenen Seelenzustand erkennen werden. Das wird sehr erschütternd sein, wenn wir erkennen werden, wie es um uns steht, wie unser Seelenzustand vor Gottes Angesicht ist. Das heißt, wie Licht oder wie dunkel, wie schwarz oder weiß unsere Seele ist. Erkennen des eigenen Seelenzustands, Erkennen der eigenen Misere, der eigenen Armseligkeit, der eigenen Erbärmlichkeit vor Gott. Das steht am Beginn eines neuen Zeitalters, denn wenn du dann deine Sünde bereust und bekennst und büßt und sühnst, dann beginnt ein neues Zeitalter für dich und für alle. Von jener Zeit nach der Verbannung Satans können wir uns keine Vorstellungen machen. Wer aber durch Gottes Gnade dies alles erleben darf, wird auf diese gegenwärtige Zeit so zurückblicken, wie wir jetzt auf die Fülle von Gnade und Wahrheit, Johannes 1,14, auf das Alte Testament. Bei uns ist es ja so, wir blicken auf das Alte Testament zurück und sagen, ja, das war früher, das war damals. Aber jetzt leben wir in der Fülle von Gnade und Wahrheit. Jetzt leben wir im Licht Christi. Und so wird das dann auch sein. Altes ist vergangen, Neues ist geworden, neuer Himmel, neue Erde. Und auf das Alte werden wir nur zurückschauen, so wie aufs Alte Testament jetzt. Dieses gewaltige Ausströmen der Gnade können wir nur mit den Worten des heiligen Paulus erklären. Römerbrief 5,20. Der Professor Pater Peter Thum, Philosophieprofessor in Wien, ein Benediktiner, hat immer wieder in seiner Theodizee-Vorlesung darauf hingewiesen. Römer 5,20, ganz wichtig. Da heißt es, wo aber die Sünde sich vermehrte, wurde noch größer die Gnade. Wenn Sie heute in das Tagesgeschehen schauen, Tagesereignisse, politische, wirtschaftliche Ereignisse, Weltpolitik, dann merken Sie, dass die Sünde sich immer mehr vermehrt. Und jetzt sagt Paulus, wo die Sünde sich vermehrte, wurde noch größer die Gnade. Das ist es. Bei Gott ist es so, dass er dann seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit noch vermehrt. Damit die größere Liebe, die größere Güte, die größere Barmherzigkeit, die ganz große Sünde besiegt. Wo aber die Sünde sich vermehrte, wurde noch größer die Gnade, überschäumender die Gnade. Damit, wie die Sünde herrschte durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit
zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn Sie diese Stelle Römer 5, 20 betrachten, dann können Sie sicher sein, dass Gott immer das Böse und den Bösen durch die noch größere Liebe besiegt. Nur die Liebe heilt. Und dann kommt das neue Zeitalter, wo eben nur mehr Gnade und Wahrheit, ja, die Fülle der Gnade und der Wahrheit aufscheinen. Johannes 1, 14. Die Liebesflamme aus dem unbefleckten Herzen Mariens bedeutet für die Heilige Kirche eine neue Botschaft, dass die aus dem unbefleckten Herzen ausströmende Liebesflamme nach Gottes Willen dazu berufen ist, Satan zu verblenden, könnten wir ohne diese himmlischen Mitteilungen nicht wissen. Darum dürfen wir diese als eine Offenbarung betrachten. Wie gesagt, Bischof Stimpfle und der Kardinal Primas von Ungarn, Erdő, haben die Echtheit dieser Botschaft bestätigt. Und wenn dies Tatsache ist, so bedeutet es für unsere Heilige Kirche eine unabschätzbare Bereicherung an Gnaden, indem ihr Gnadenwirken eine zeitgemäße Erneuerung des Glaubenslebens hervorbringen wird. Und wir dürfen darin nicht achtlos vorbeigehen. Daher bitte ich Sie noch einmal, auf die Taube des Heiligen Geistes hier oben zu schauen und auf die goldenen Strahlenbündel, die da ausgehen. Er entzündet das Feuer seiner Liebe im Herzen Mariens, im unbefleckten Herzen der Magd des Herrn. Und sie sendet dann diese Liebesflamme aus. Wem sie will, wie sie will, wann sie will und wo sie will. So steht es im Handbuch der Legion Mariens. Mittlerin aller Gnaden. Und wenn Sie dann schauen, wie sie nach dem Bild von der Rue du Bac 1830, Catherine Laboure, als Statue im Präsidium steht, mit den ausgebreiteten Händen, von denen die Gnadenstrahlen ausgehen, als Mittlerin aller Gnaden, dann haben Sie dasselbe Bild. Diese Gnadenstrahlen sind die Liebesflammen aus ihrem unbefleckten Herzen. Wir müssen hier bemerken, dass diese Benennung nur jene Mitteilungen betrifft, die die ganze Welt angehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Fatima-Botschaft noch einbeziehen. Warum? Die Fatima-Kinder haben gebetet und gesühnt und geopfert und gebüßt, dass viele Menschen gerettet werden und in den Himmel kommen. So viele gehen verloren, weil niemand für sie betet. Und wir beten jetzt zusätzlich noch dazu, dass diese Flammen der Liebe aus dem unbefleckten Herzen Mariens viele Herzen entzünden. Es ist also eine Fortführung dieses Gedankens. In der Natur dürfen wir von der Wirkung auf die Ursache schließen. Alles hat seine Ursache. Und alles hat seine Wirkung. Und so ist es auch in der Übernatur. Darum fragen wir uns, was die Liebesflamme von Natur aus ist, worin ihre Beschaffenheit besteht und dann ihre Wirkung. Und ich glaube, Sie haben es schon längst erfasst, diese Liebesflamme ist ein Lichtstrahl, so wie es hier in diesen goldenen Strahlen auch ausgedrückt wird und so wie es auf der Medaille durch die Strahlen ausgedrückt wird, die von den Händen der Mutter Gottes ausgehen. Bei Catherine Laboure sind es auch
Ringe, von denen die Strahlen ausgehen. Ringe an den Fingern der Gottesmutter. So ist die Liebesflamme ein Lichtstrahl. Die Mutter Gottes nennt ihn auch so. Also, wie die Lehrer der Kirche schon gesagt haben, ein kleines funkelndes Flämmchen, Szintilla, ein Fünklein, aber aus diesem Fünklein wird dann ein Lichtstrahl. Die Strahlen, die die Katharina Laboure auf ihrer Medaille dargestellt hat. Und Sie merken es auch, ich habe es heute bemerkt bei diesem Bauarbeiter, wenn man eine Medaille verschenkt und der Mensch das gerne und dankbar und froh annimmt, verändert sich sein Wesen. Der Lichtstrahl trifft sein Herz. Es kann ein ganz ein einfacher Mensch sein, aber es ist die ganze Atmosphäre verwandelt, verändert. Er mit seinem Arbeitsgewand und da der Kran und da der Bagger, nicht? Und da der Schweiß von der Stirne, ja? Und auf einmal verändert sich alles, die ganze Atmosphäre. Und er verteilt dann noch Medaillen an die Kollegen aus. Sehen Sie, alles ist anders. Eine simple Situation verändert sich. Ein Lichtstrahl trifft das Herz. Und dieser Lichtstrahl hat seinen Ursprung in Gott, in der ewigen Liebe. Das ist klar. Es muss immer alles auf Gott bezogen sein. In der Theologie nennt man das die Analogie. Analogie heißt in Beziehung zu, in Beziehung auf oder in Bezug auf. So muss alles immer in Bezug auf den dreifaltigen Gott stehen. Ursache, Wirkung. Ein solcher Lichtstrahl, der einen trifft, wenn man eine Medaille verschenkt, der das Herz oder die Seele des Empfängers trifft, hat seinen Ursprung in Gott, in der ewigen Liebe. Jeder Lichtstrahl der Gnade hat seinen Ursprung in Gott, der ewigen Liebe. Er ist ein Zeichen und der Ausdruck seiner nach außen wirkenden, sich mitteilenden Liebe. Wenn Sie es vom Wasser her sehen, so ist Gott der ewig sprudelnde Brunnen, der nie versiegende Quell, die nie versiegende Quelle, die immer sprudelt, ewig sprudelt. Und diese Gnadenwasser werden dann durch die Gnadenwasserleitung Mariens zu den Herzen geleitet. Daher nennt der heilige Bernhard Maria Aquädukt, Gnadenwasserleitung. Nicht? Sie leitet diese ewig sprudelnden Wasser Gottes weiter in die Herzen der Menschen. Da haben Sie das Wasserbild oder Sie können auch das Bild vom Lichtstrahl nehmen. Das sind lauter Bilder, aber die Gnade ist ja nicht materiell, sondern geistig. Die Liebe Gottes strömt nach außen, wirkt nach außen, teilt sich nach außen mit. Und die Bilder, die wir gebrauchen, Lichtstrahl oder Gnadenwasserleitung, Aquädukt. Immer ist es ein Zeichen und ein Ausdruck seiner nach außen hin wirkenden, sich mitteilenden Liebe. In der Bibel heißt es, der Heilige Geist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Da haben sie das Wasser ausgegossen in unsere Herzen. Aber dann heißt es wieder, Gott ist Licht und Finsternis ist nicht in ihm. Und dieses Licht Gottes strahlt hinein in die Finsternis. Da sind wir wieder bei Johannes 1,14. Und Johannes 1,5. Das Licht leuchtet in die Finsternis.
Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen, hat es nicht aufgenommen, hat es nicht begriffen. Da haben Sie diese zwei Bilder. Die sich mitteilende, verströmende Liebe oder die strahlende Liebe Gottes, die Strahlkraft der Liebe. Und im unbefleckten Herzen Mariens ist diese Liebe des dreifaltigen Gottes wie in einem Prisma durchströmend, uns Gnaden bringend, seiner Beschaffenheit gemäß. Ist er einem stark gebündelten und gezielten, gewaltigen Lichtstrahl ähnlich. Man kann das vergleichen mit den sogenannten Laserstrahlen, ja, die da bei der Behandlung in der Medizin verwendet werden. Laserstrahlen, gebündeltes Licht, stark gebündeltes Licht, das gezielt fokussiert, wie wir sagen, Fokus, Feuerherd, Fokus. Fokussiert, gezielt verwendet wird. Laserstrahl. Natürlich im analogen Sinn gemeint. Jeglicher Vergleich erweist sich als schwach gegenüber diesen übernatürlichen Wirklichkeiten. Wenn viele Menschen für eine Sache oder für einen Menschen beten, dann fokussiert sich das Licht Gottes, dann bündelt sich das Licht Gottes wie ein Laserstrahl oder wie ein Feuerherd, wie ein Fokus, fokussiert. Und dann geschieht etwas. Das Licht sammelt sich, so sagen wir es, wie in einem Brennpunkt, Fokus, Brennpunkt. Und dann geschieht etwas, dann entzündet sich das Feuer. Ihr Gnadenwirken schaut nun so aus. Wie das natürliche Feuer hat auch das Feuer der göttlichen Liebe eine zweifache Wirkung. Es spendet Licht und es spendet Wärme. Licht und Wärme. Je nach Bedarf kommt einmal die eine, dann die andere Wirkung zum Vorschein, aber immer zum Wohl der Seele. Einmal braucht die Seele Licht, weil sie im Dunkel ist, bis hin zur Trockenheit, ausgetrocknet. Meine Seele klebt am Boden. Es kann auch sein Trostlosigkeit, Depression. Die Dunkelheit der Seele, da braucht sie Licht. Und dann braucht sie wieder Wärme, Geborgenheit, Schutz. Und so ist es auch bei diesem Licht aus dem unbefleckten Herzen Mariens. Mit dieser Liebesflamme. Sie schenkt Licht und Wärme. Beides braucht die Seele. Daher bitte, stellen Sie sich in diese Liebesflamme aus dem unbefleckten Herzen Mariens, dann wird sie Ihnen Licht und Wärme vermitteln. So wie man sich unter den Wasserfall stellt, wenn man eben sich wäscht. Mit dem Licht ihrer Liebesflamme spürt Maria Satan auf, versetzt Satan in Schrecken und zwingt ihn zur Flucht. Verfolgt ihn und schließlich blendet sie ihn, denn der Fürst der Finsternis kann diese gewaltige, übernatürliche Wirkung, dieses Licht nicht ertragen. Schon jetzt können wir Satans Macht und Einfluss auf uns abschwächen, wenn ihre Lichthülle unsere Seele umfängt. Das ist Marias Schutz, ja? Wir stehen dann im Schutz Mariens, wenn ihre Liebesflamme uns umgibt. Wenn die Flammen ihrer Liebe uns entflammen und entzünden und uns zu Feuerseelen des Apostolates machen.
Ja, das Licht der Liebesflamme Mariens gewährt uns Schutz gegen Satan. Während ihre Liebesflamme Satan in Schrecken versetzt, bietet sie denen, die sich an ihr mütterliches Herz wenden, Zuflucht und Geborgenheit. Gleichzeitig erhellt ihr Licht die Dunkelheit unserer Seele. Und wenn der Heiland, der in Kürze verstorben, Mutter Speranza, einer zweifachen Ordensgründerin in Colavarenza in Italien, einmal sagte, ist auch für das Wirken der Liebesflamme ganz zutreffend. Da gibt es in Italien ein riesiges Exerzitienhaus in Colavarenza in Italien. Und die Gründerin ist die Mutter Speranza, eine in Italien ganz bekannte Frau. Zwei Orden hat sie gegründet. Und zu ihr hat Jesus gesagt, zum Siegen braucht ihr Licht. Zum Siegen braucht ihr Licht, das die Schlauheit des Feindes beleuchtet und aufdeckt. Ja. Wenn seine Schlauheit vom Licht Gottes getroffen wird, dann wird alles aufgedeckt, dann wird alles dunkel erhellt. Und wenn alles aufgedeckt ist, dann ist das Sieg nahe. Und dann werden uns die Mittel zum Guten gezeigt. Also, Mutter Speranza, Colavarenza, Italien. Zum Siegen braucht ihr Licht, das Licht aus dem unbefleckten Herzen Mariens. Zum Siegen braucht ihr Licht, das die Schlauheit des Feindes beleuchtet und aufdeckt und die Mittel zum Guten euch zeigt. Das Feuer der Liebesflamme versenkt alles Unreine in der Seele. Das ist sehr wichtig. Unsere Novizen, unsere Kandidaten im Kloster, wir haben Gott sei Dank immer viele, auch jetzt wieder, tragen alle die wunderbare Medaille natürlich. Aber der Weg eines Kandidaten im Kloster, der Weg eines Novizen, der Weg eines Jungprofessen, der Weg bis hin zum Mönchsleben, bis hin zur Mönchsweihe, bis hin zur Profess und bis hin dann zum Weihaltar. Dieser Weg geht immer auch über Prüfungen. Und da ist dieses Feuer der Liebesflamme aus dem unbefleckten Herzen sehr wichtig, weil alles Unreine in der Seele verbrannt wird, versenkt wird, ausgebrannt wird. Das ist ganz wichtig. Der heilige Bernhard schildert das so, der Mönch findet immer mehr von der begehrenden Liebe, der Begierlichkeit, der Gier, zur sich verströmenden, hingebenden Liebe. Das ist der Weg im Kloster. Ja? Von der Begierlichkeit, Augenlust, Gaumenlust, Fleischeslust, das kennen Sie alle. Augenlust, Fleischeslust, Sinnenlust, Gaumenlust. Augenlust, Gaumenlust, Sinnenlust, Fleischeslust. Von diesem Begehren, von dieser Begierde, der Begierlichkeit zur sich verschenkenden, hingebenden, verströmenden Liebe. Und das Feuer der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens brennt jetzt alles Unreine, Unkeusche, Schamlose aus in der Seele. Alles, was dem Wirken der Gnade entgegensteht, wird ausgebrannt, wird versenkt. Aber das setzt unser Mitwirken voraus. Wir müssen da mit der Gnade mitwirken. All unsere Fehler und Schwächen, Sünden und Versagen, die Seele im Licht ihres Feuers an sich entdeckte, will ihr Feuer vernichten, will das Feuer der Liebe der Mutter Gottes vernichten, ersetzen und wieder gut machen. Feuer und gegen Feuer, ja? Alle unsere Fehler, alle unsere Schwächen, alle unsere Sünden und Versagen
die die Seele im Lichte ihres Feuers an sich entdeckte, will ihr Feuer vernichten, ersetzen und wieder gut machen. So will uns das Feuer der göttlichen Liebe umwandeln, umgestalten, umformen, umbrennen, umbrennen. Daher sprechen wir auch vom Fegefeuer. Dort wird letztlich alles noch einmal umgebrannt, umgewandelt, versenkt, umgestaltet. Damit wir Gott immer ähnlicher werden, bis wir langsam stufenweise zur ewigen Vereinigung mit ihm gelangen. Das ist das Ziel der Exerzitien. Zuerst Läuterung, Reinigung, dann Erkenntnis. Vielleicht haben Sie jetzt erkannt schon, worum es geht. Und dann die Vereinigung, das Einswerden. Aber dieses Feuer der Liebesflamme Mariens feuert auch zum Apostolat an. Jetzt kommt's, die zweite Bekehrung. Es genügt nicht, dass du ein frommer, braver, betender Christ bist. Du musst auch Apostel sein. Du musst deinen Glauben weitergeben an die kommenden Generationen, an die Menschen. Wie das Feuer die Eigenschaft besitzt, alles um sich anzuzünden, so will auch jene Seele, in der das Feuer der göttlichen Liebe brennt, andere Seelen entzünden und entflammen. Alle, die heute hier sind und jetzt hier Exerzitien machen, müssen jetzt gut aufpassen. Exerzitien haben auch den Sinn, dass ihr Apostel werdet. Und da kannst du auch über 80 Jahre sein oder 90 Jahre. Immer noch ist die Möglichkeit da, dass du Apostel bist. Für deine Urenkel zum Beispiel oder Ururenkel. Vielleicht ist jemand schon Ururgroßmutter. Ganz wichtig. Wie das Feuer die Eigenschaft besitzt, alles um sich anzuzünden, so will auch jene Seele, in der das Feuer der göttlichen Liebe brennt, andere Seelen entzünden. Sehen Sie, diese Liebesflamme aus dem unbefleckten Herzen Mariens will andere entflammen und entzünden. In wie vielen Seelen ist auch das letzte Fünklein der göttlichen Liebe erloschen? Löscht den Geist nicht aus, sagt Paulus. In manchen Seelen gibt es nur mehr Asche, Staub und Asche. Alles ist erloschen. Lichtbringer zu sein in Dunkel und Todesschatten, beten wir, bitte. Lichtbringer zu sein in Dunkel und Todesschatten, zu entflammen die Lauen und neu zu beleben, die im Tode der Sünde erstarrt sind. Alles steht da drinnen im Flammengebet des Ludwig Maria Grignion von Montfort. Ja? Dazu brauchen wir diese Liebesflamme aus dem unbefleckten Herzen Mariens. Und das ist der Sieg des unbefleckten Herzen Mariens, dass die, die schon tot sind, in der Todsünde stecken, wieder neu belebt werden, neu entflammt werden, neu entzündet werden. Die im Tode der Sünde erstarrt sind, da ist nur mehr Staub und Asche. Ja? Auf einmal wird wieder neues Leben geschenkt, neu belebt, neu entflammt, die Lauen, die Oberflächlichen, die Mittelmäßigen. Und da dürfen wir Lichtbringer zu sein, in Dunkel und Todesschatten. Ja, wo nur mehr Todesschatten, Todsünde, ja, ist. Dort darfst du Lichtbringer sein, da darfst du dieses Licht entzünden. Da darfst du gleich einer Feuersäule einig und geschlossen mit deinen Mitlegionären alles vorwärts führen und überall den Brand der Gottesliebe entzünden. Den Brand der Gottesliebe entzünden. Sehen Sie, das ist diese Liebesflamme aus dem unbefleckten Herzen Mariens. Was tun wir, wenn in unserer Familie schon alles erloschen ist, alles erstarrt ist? Wenn kein Glaube mehr da ist, nichts mehr da ist, kein Glaubensleben, kein Gebet, keine Sakramenten empfinden.
Wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die im Finsteren spazieren gehen, die im Finsteren wandeln, die im Finsteren stolpern und dann fallen, die umherirren und die keinen Ausweg mehr finden. Das ist furchtbar. So viel Selbstmörder gibt es, weil sie keinen Ausweg mehr finden. Durch Zuspruch, gutes Beispiel, Gebet, gute Werke, Opfer und Sühne müssen wir ihnen zu Hilfe kommen. Seelen retten. In der Einfalt unseres Herzens bitten wir die Mutter Gottes, sie möge diese oder jene Seele mit ihrer Liebesflamme umhüllen, mit der Flamme der Liebe aus ihrem unbefleckten Herzen umhüllen, damit der böse Feind nicht mehr schaden kann. Der Teufel versucht ja, diese Seelen im Dunkel der Sünde, in der Finsternis zu halten. Die Mutter Gottes tut es auch. Sie bietet uns ihre Liebesflamme ja deshalb an, damit wir von ihrem Angebot Gebrauch machen. Legionäre Mariens wissen das. Sie versuchen durch das Austeilen der Medaille, durch Glaubensgespräche, durch Vermittlung des Glaubens, in der persönlichen Begegnung von Seele zu Seele, Einzelbegegnung. Das Schöne ist immer diese Einzelbegegnung von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Legionär wendet sich immer an die Einzelseele. Und dann wird diese Seele entflammt, dann wird diese Seele entzündet. Dann wird sie wieder begeistert, mit Heiligem Geist erfüllt, begeistert. Das Licht ihrer Liebesflamme wird dann den Seelenzustand der ihr empfohlenen Person erhellen, ihr zur Einsicht verhelfen und nach außen Schutz gegen Satans Angriffe verleihen. Ihr göttliches Feuer zerschmilzt die oft harte Kruste der Sünde, ja, die im Tode der Sünde erstarrt sind. Ja. Diese Erstarrung, diese harte Kruste wird dann aufgebrochen. Das göttliche Feuer, das Feuer der Liebesflamme zerschmilzt die oft harte Kruste der Sünde. Und kurz oder lang wird diese Seele, da Satan sie nicht mehr anfechten kann, in sich kehren, das heißt umkehren, wandeln, umwandeln. Ein einziges Fünklein ihrer Flamme genügt, um in der Seele die göttliche Liebe wieder zu entzünden und zu entfachen. Das sind die stillen, verborgenen Wunder der heiligsten Jungfrau in den Seelen der Menschen.